Ja, hallo. In diesem Video möchte ich auf Anbauteile und Zubehör für die Luftpistole Zoraki H01 eingehen und diese vorstellen. Neu im Programm ist so ein Anschlagschaft und ich möchte kurz zeigen, wie der angebaut wird. Danach möchte ich auf Optiken eingehen und dann auch noch mal kurz erwähnen, dass es halt die Möglichkeit gibt, Schalldämpfer anzubauen mittels einem Adapter, aber diesen Adapter und die Schalldämpfer hatte ich schon in einem anderen Video vorgestellt. Jetzt geht es halt um den Anschlagschaft. Der ist, wie gesagt, neu im Programm. Die Pistole wird hier eingesetzt. Und dann muss man hier dieses Teil vorne auf die untere Schiene schieben. Und so weit, bis es reinpasst, schiebt das dann wieder nach hinten und dann hat man hier so ein kleines Teil und das muss jetzt hier so mit drauf. Mal schauen, ob ich das mal so flugs hinkriege. Das Ganze ist doch ein bisschen aufwendig im Anbauen und im Abbauen. Das ist nichts für unterwegs oder im Feld sozusagen, also auf einer Wiese, weil man es runterfallen kann. Also besser ist, man macht das irgendwo, wo nichts verloren gehen kann. So, mal schauen, ob es jetzt besser klappt. So, jetzt kommen wir der Sache näher. So, ich denke, jetzt habe ich die beiden Teile drin. Dann kommt das Seitenteil hier drauf. Muss man hier hinten einführen, nach vorne ziehen, dann müsste das zusammenpassen. Jawohl. Und jetzt wird hier mit einem Torx-Schlüssel das Ganze festgezogen. Natürlich moderat, denn bei Plasterteilen kommt nach fest halt ab. Der passende Torx ist beim Anschlagschaft-Zubehör also mit dabei, so dass man da nicht groß extra was kaufen muss. So, ich denke, das reicht. Und jetzt habe ich halt die Waffe mit Anschlagschaft versehen. Den Schaft kann ich in der Längsrichtung verstellen und auch die Schaftbacke kann man in der Höhe verstellen und den Sporn hier hinten, den kann man dran bauen, wenn man das möchte oder man kann ihn weglassen. Jedenfalls ist das Anbauen von einem Schaft dann eine recht endgültige Sache. Man kann natürlich wieder abnehmen, aber das ist halt nicht geeignet, um das mal schnell dran und abzubauen. Jo, wenn man so einen Schaft hat, wäre es natürlich famos, wenn man auch eine Optik verwenden könnte. Das geht hinsichtlich von Leuchtpunktvisieren recht gut. Die Pistole hat hier oben die Viva-Schiene oder Picatinny-Schiene drauf. Allerdings ist das Problem, dass die Waffe nur einen Querstick hat. Und den auch nicht unbedingt an der idealen Stelle. Das zeige ich mal kurz. Ich habe hier ein Leuchtpunktvisier mit der Bezeichnung Target Finder. Das passt hier prima drauf. Allerdings deshalb, weil dieses Visier keine Querstreben hat in der Befestigung. Üblicherweise haben die Leuchtpunktvisiere hier Querbolzen drin und dann wird das schwierig. Denn die Querbolzen, das zeige ich gleich, die müssen in die Nuten eingreifen. Und dieses Visier hat halt gar keine Querstreben. So, das wird jetzt hier einfach auf Flux festgezogen. So, ich demonstriere das nur mal kurz und ziehe das nicht ganz fest. Hier sind Staubschutzkappen drauf. Also solche Visiere kann ich Ihnen auch gerne anbieten. Wer den Wunsch hat, hier ein Zielfernrohr dran zu bauen, muss wissen, dass es nicht ohne weiteres funktioniert. Es gibt dabei zwei Probleme. Zum einen ist es halt so, dass die Zielfernrohre in den Füßen Querstreben drin haben, also hier und dort, und die müssen dann in die Nuten eingreifen. Und da hier keine sind, wird das so erstmal nichts. Das nächste Problem wäre, dass Zielfernrohre einen bestimmten Augenabstand haben. Wenn ich diese Pistole verwenden möchte wie ein Gewehr, dann
haut das nicht hin, weil ich mit dem Auge nicht dicht genug dran komme. Wenn ich ein Pistolenzielfernrohr zum Einsatz bringe, dann stimmt der Augenabstand auch nicht. Dann bin ich halt zu dicht. Also das wird so mit dem Anschlagscharf mit Zielfernrohren schwierig. Dagegen mit so einem Leuchtpunktvisier klappt das und funktioniert das ganz famos. Jo, jetzt komme ich nochmal auf die Querstreben zurück. Das ist immer schwer zu erklären, dem Kunden gegenüber oder dem Interessenten. Jetzt zu sagen, ja, es war eine Schiene drauf und die hat auch die richtige Breite, aber es passt halt trotzdem nicht. Also, wir haben jetzt hier diesen einen, seine Quereinfräsung hier. Und die ist leider die einzige. Und wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Visier der Marke Walter draufbauen möchte, das ist preislich recht günstig, dann passt das so rum. Also hier sehen wir jetzt hoffentlich diesen Querbolzen, den die meisten Optiken halt haben. Und der muss jetzt hier in die Lupe rein. So, wenn ich das jetzt festziehe. Ja, dann habe ich das Problem, dass das Visier halt dran ist. Zack. Aber leider falsch rum. Das nützt natürlich nichts. So, jetzt wäre das Visier fest, aber reinschauen muss man von hier. Und diese Blickrichtung ist natürlich nicht zielführend. Also das wird so leider nichts. Um das Problem zu beheben, habe ich mich entschlossen, oder anders gesagt, eine Möglichkeit gefunden, Pistolen anzubieten, die halt mehrere solche Einfräsungen haben. Also das sehen Sie hier, denke ich mal, ganz gut. Also hier haben Sie drei Einfräsungen. Und natürlich passt hier auch der Anschlagschaft dran, das ist ja dasselbe Modell. Und nun können Sie also entweder das Visier von Walter dran bauen. Hier sehen Sie nochmal diesen Querstift, der jetzt hier reingreifen kann. Ja, dann habe ich hier ein ganz famoses Visier der Marke UTG. Das hat einen Schnellspanner. Das kann ich hier ganz prima auf die mittlere Position setzen. Hier diesen Hebel umschwenken. Zack. Und dann ist das Visier praktisch geklemmt. So, und wenn ich jetzt diese Optik herunternehmen will, muss ich nur den Hebel umschwenken und kann es abnehmen. Das geht natürlich ganz prima. Ich hatte noch kurz erwähnt, dass hier Schalldämpfer angebaut werden können, und zwar mittels Adapter. Der würde dann hier vorne dran geschraubt werden. Bei den Waffen ist der entsprechende Schlüssel dabei, so ein kleines Teil. Man schraubt also diese Mündungsmutter hier ab, dreht die raus und da kommt dann der Adapter rein. So, das wäre halt der Adapter. Damit bekommt man dann halt Schalldämpfer fest oder ein Kompensator. Das Gewinde, was hier verwendet wird, das ist 0,5 Zoll UNF Gewinde und das ist der Standard für Schalldämpfer für Luftgewerbe. So. Und mittels dem Adapter kann ich jetzt hier halt zum Beispiel so einen Kompensator dran tun oder ein Schalldämpfer, das hatte ich schon mal gezeigt. Deswegen mache ich jetzt mal ein bisschen schneller. Der Schalldämpfer ist neu im Programm. Ist ein Schweizer Fabrikat, ist sehr gut. So. Das geht also recht fix. Und für den Fall, dass man halt den Adapter drin hat, aber keinen Dämpfer aufgeschraubt haben möchte, gibt es hier so eine Mutter, um das Gewinde zu schrauben. Kann ich auch anbieten. Und hier zeige ich Ihnen jetzt mal ein Pistolenzielfernrohr. Das kann man jetzt dank der Quernuten hier anbauen und hat dann praktisch eine Vergrößerung. Allerdings braucht man zum Verwenden von einem Pistolenzielfernrohr dann auch beim Schießen eine ruhige Hand, weil natürlich durch die Vergrößerung auch das Wackeln und Zittern verstärkt wird. Jo, ich hoffe, ich konnte Ihnen Anregungen geben. Wie gesagt, der Anschlagschaft ist neu im Programm und ich wollte hiermit auch sagen, dass ich halt diese Pistolen so anbiete, dass man hier oben halt in der Schiene Einfräsung drin hat und dann die Optiken auch passen.
Jo, danke für Ihre Aufmerksamkeit.